Hallo zusammen und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer anderen Folge, denn heute geht es mehr oder weniger um ein paar bunte Bilder, die ich euch hier zeige und um die Reparatur der Lichtschalter, der Türkontaktschalter, um es genauer zu nehmen, oder auch anderen Lichtschaltern, die ihr da im Auto drin habt. Und das betrifft nicht nur alte Autos wie jetzt den Volvo P240, sondern auch andere Modelle, andere Automarken, die haben im Endeffekt ähnliche Schalter. Und ja, da tritt ja immer wieder mal so das Problem auf, dass die guten Dinger irgendwie mal nicht funktionieren. Wenn man die Tür aufmacht, bleibt es drin dunkel oder ja, der Schalter kommt gar nicht mehr raus, wenn man die Tür öffnet, weil er irgendwie verhakt ist oder schwergängig ist, wie auch immer. Und das Ganze könnte dann halt daran liegen, dass ein solcher Lichtschalter in etwa so aussieht wie dieser hier. Das ist jetzt ein Kippschalter, total korrigiert innen drin. Der hat mehr Wackelkontakt gehabt, als dass er überhaupt geschaltet hat. Das sind diese Türkontaktschalter. Die können natürlich von innen dann auch so aussehen. Das macht ein wenig Spaß, weil da gibt es dann einfach keinen Kontakt mehr. Um das Ganze zu beheben, gibt es natürlich dann auch noch Möglichkeiten, den Lichtschalter ganz einfach erstmal zu öffnen, zu gucken, wie sieht es denn da drin aus und ja, warum wird so ein Lichtschalter überhaupt, ja, warum saut er sich so ein? Das ist ganz einfach, weil von außen immer irgendwie Feuchtigkeit reinkommt. Die Türkontaktschalter sitzen ja in den Säulen drin und gerade beim Volvo läuft ja vorne die Belüftung der Türschweller damit durch. Das heißt, da geht immer so ein bisschen Feuchtigkeit auch mit rein. Es kann aber auch durch den Schalter selbst Feuchtigkeit eindringen und dann korrodieren die Dinger halt mal, sodass sie keinen Kontakt mehr haben. Oder aber es kann halt auch zur Verharzung von den Fetten kommen, die da drin sind. Und ja, das Einfachste ist halt ganz einfach, so einen Schalter zu öffnen, reinzugucken, wie er aussieht. Und bei diesen Türkontaktschaltern ist es ein wenig, ja, ich will nicht sagen kompliziert, diese zu öffnen, aber so ganz ohne ist es auch nicht. Man muss halt, wie hier auf dem Bild zu sehen, da einmal so diese beiden ja, seitlichen Nasen beiseite drücken, so ein bisschen reingehen, weil dann nämlich in dem Deckel selbst sind die eigentlichen Arretiernasen, die dann nach außen gehen, die muss man dann reindrücken, ein bisschen vorsichtig beigehen, dass das nicht zerbricht, weil meistens ist es schon ziemlich robuster Kunststoff, der aber auch gealtert ist und der kann dann halt auch mal brechen. Ja, wenn man den Schalter dann auseinanderzieht, dann sieht man schon die ganze Bescherung. Da drin ist Dreck, da hat sich dann halt auch ziemlich viel auf den Kontakten halt abgesetzt. Ja, wie hier zu sehen bei dem Schalter, ist halt die Masse läuft über die Schraube halt in den Schalter rein und da ist halt ein so ein rundes Metallelement, sage ich mal, was halt die Masse bildet, wenn man die Schraube reindreht ins Blech und den Schalter halt damit befestigt. Und da ist schon eine dicke Schicht drunter mit Ablagerung, sodass da eigentlich auch schon kein richtiger Massekontakt mehr besteht. Und den kann man teilweise schon mit einem Schraubendreher wegkratzen. So dick ist diese Kruste, die da drauf ist. Und das Ganze geht natürlich auch runter in den ganzen Kontaktflächen, wo halt dieser Schleifschuh dann drauf lang fährt und den Kontakt bindet oder herstellt vielmehr. Und auch das Fett, was da eventuell noch drin ist, ist total verharzt. Ja, ganz einfach den Schalter erstmal auseinandernehmen, die Teile auseinandernehmen. Ich habe sie hier so aufs Papier gelegt, dass man sich dann auch merken kann, in welcher Reihenfolge die drin sind. Wenn man das aber ein, zweimal gemacht hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Ja, alle rausnehmen und ich habe erstmal alles ein bisschen mit Alkohol sauber gemacht. Ihr könnt aber auch Waschbenzin für nehmen. Das erfüllt den gleichen Zweck, dass erstmal das ganze Fett runterkommt und hinterher dann halt mit ganz feinem Schleifpapier, irgendwie mit 400, 800er, je nachdem, den Kontaktflächen, wenn ihr die vom groben Schmutz erstmal befreit habt, dann halt ja abschleifen und dementsprechend halt ja reinigen und wieder gangbar machen. Ja, bevor ihr das Ganze wieder zusammensetzt, ich habe jetzt Vaseline genommen, man kann aber auch Polkontaktfett für nehmen oder Polfett, wie sich das nennt. Ja, beim Zusammensetzen dann halt aufpassen, dass das auch alles in der richtigen Reihenfolge wieder reingeht und dann halt zum Schluss
Einfach nur den Deckel wieder draufdrücken, bis er arretiert und schon habt ihr wieder einen Schalter. Ja, bei den neueren Schaltern ist übrigens noch eine Staubschutzkappe aus Gummi dabei, die allerdings in den seltenen Fällen wirklich hundertprozentigen Schutz bietet. Meistens ist es so, dass da trotzdem irgendwie Dreck reinkommt von innen oder von außen. Und diese Kappen, die können auch ein bisschen verrutschen, weil sie halt nur eingeklemmt werden unter dem Schalter. Und ja, sie sind schon ein bisschen hilfreicher. Also es ist immerhin besser als ohne diese Kappen. Nur die Kappen dann halt auch nicht vergessen sauber zu machen. Und ich habe sie auch ein bisschen mit Vaseline eingeschmiert, damit es dann halt an der Tür auch nicht gleich so anfängt rumzurubbeln, die Kappe vielleicht kaputt geht. Ist halt auch nicht verkehrt. Ja, hier habe ich nochmal einen anderen Schalter. Das ist der Schalter für die Nebelschlussleuchte. Das ist ein Kippschalter. Der ist ein wenig komplizierter aufgebaut. Zu öffnen ist er auch wieder über diese Arretiernasen, die außen an den Seiten sind. Einfach vorsichtig mit einem Uhrmacherschraubendreher dazwischen gehen. Also mit was ganz Feinem und nicht zu viel Gewalt einwirken lassen, dass da nachher noch die Nasen abbrechen oder so. Da halt vorsichtig sein. Ja, und so sieht halt der Schalter von innen aus total eingesifft und korrodiert. Und da ist die Besonderheit, diese Kippfunktion wird über eine Kugel sozusagen gewährleistet. Und die dürft ihr nicht verlieren, die muss da nämlich hinterher wieder rein. Und ja, das gleiche Spiel hier eigentlich auch. Alles sauber machen, den Kontakte abschleifen und auch innen drin diese Kontaktplatte, die halt über diese Kugel halt ja, den Kontakt schaltet. Schön sauber machen und abschleifen mit einem ganz feinen Schleifpapier und das Ganze dann wieder eingefettet mit Polfett oder mit Vaseline wieder zusammenbauen. Ja, und den Schalter als solches außen auch nicht vergessen. Bei dem Schalter ist noch diese Besonderheit, dass da halt auch eine Beleuchtung drin ist, die halt auch rausnehmen. Da ist auch ein Kontakt dran an der Seite, den einmal sauber machen und dann könnt ihr das Ganze wieder zusammenstecken. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein mit diesem kurzen kleinen Video einmal zur Reinigung von den Schaltern. Also wie schon in der Überschrift hieß, keine Angst vor Schaltern. Das soll es gewesen sein und ja, vielen Dank fürs Anschauen und schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.